Achtung, Achtung! Hier ist der Befehlsstand der 1. Flak-Division Berlin. Also mein Großvater in Dresden-Loschwitz war Rektor an der Kreuzschule. Er hatte 9 Kinder, von denen 3 im Kleinkinderalter an Diphtherie gestorben sind. Damals gab es noch keine Medikamente gegen Diphtherie. Und hat darüber hinaus 3 seiner Söhne im Ersten Weltkrieg verloren. Seine älteste Tochter hat im Ersten Weltkrieg ihren Mann verloren, hat im Zweiten Weltkrieg meinen Patenonkel, ihren Sohn, verloren. Das war der Onkel Rudi. Also es waren genügend persönliche Verluste in unserer Familie. Ich frage auch mal so als Kirchenmann, wie ist man mit dieser Trauerklage gekommen, mit dem Tod, mit dem Leid, mit dem, welche Rolle hat auch die Kirche gespielt? Was hat Ihnen dort Kraft gegeben damals im Krieg? Waren das eher die Familie oder? Nein, ich war eigentlich nur ganz normal Konfirmandenunterricht. Wir wurden eben Ende vom Krieg noch konfirmiert vom Pfarrer Schmidt, der in der Haberstraße sein Haus komplett verloren hat. Und mit meiner Schwester hatte ich damals die Konfirmation. Übrigens, das Konfirmandenkleid wurde aus den Vorhangstoffen von Lotterhaus genäht. Das Lotterhaus war ja schwerstens beschädigt und wir hatten damals aus dem Lotterhaus auch, irgendwo sind ja auch die Bilder, die Möbel rausgeholt und bei uns im Haus untergebracht. Lottes Spinett, ihren Schreibtisch. Und der stand da bei Ihnen im Haus? Das war in unserem Musikzimmer war praktisch das ganze Mobiliar aus dem Lotterhaus geborgen. Und mein Vater hatte damals eine sehr gute Beziehung auch zum Lehrer Waldschmidt, der damals der Museumsleiter auch war. Und ich bin damals mit meinem Vater ins zerstörte Lotterhaus und hat mein Vater gesagt, wir holen jetzt hier raus, was noch möglich ist. Und hat gesagt, hier an dieser Stelle, da hing an der Wand das Ölgemälde vom Amtmann Buff. Und da habe ich mit dem Spaten und mit den Händen gewühlt und habe tatsächlich das Bild da rausgeholt. Und jedes Mal, wenn ich heute ins Lotterhaus komme, ist das für mich ein ganz schöner Anblick, wenn ich sagen kann, hier den Amtmann Buff, den habe ich gerettet. Mein Vater war im Ersten Krieg als Notabiturient eingezogen worden, hat in Flandern eine ganz böse Verwundung. Er hat eine Lunge verloren, mehrere Rippen und lag da auf dem Schlachtfeld, wo die Sanitäter gesagt haben, um den braucht ihr euch nicht mehr kümmern, der stirbt sowieso. Und er ist aber dann gerettet worden, war monatelang erblindet, ist in Herford gewesen, in einem Krankenhaus und dann nach Baden-Baden gekommen und hat dort das Glück gehabt, dass seine Mutter ihn mit pflegen durfte. Und allmählich konnte er wieder sehen, hat dann studiert, hat in Gießen den Professor übernommen und ist, jetzt kommt was ganz Verrücktes, er ist 1939 im Sommer eingezogen worden zur Luftwaffe als Schwerbeschädiger. Warum ist er zur Luftwaffe? Ja, er ist ja Mineraloge. Und Mineraloge und Meteorologe, das ist bei der Luftwaffe das Gleiche. Also kriegt er die Wetterwarte in Gießen auf dem Flugplatz. Ich hoffe, dass das Bild. Übrigens, das ist die Anlage von Frankfurt von der Holzheimer Tochter.
Also auf jeden Fall hat er eine Majorsuniform. Komisch. Hier ist er. Das ist meine ganze Familie. Sehen Sie hier mit der HJ, mit der Hitlerjugendmütze. Er war Regierungsrat im Range eines Majors und verwaltete die Wetterstation auf dem Gießener Flugplatz, heute das amerikanische Depot, das war Flughafen, und wurde dann versetzt auf einen kleinen Feldberg, Wetterstation im Krieg, und schließlich als drittes noch nach Kirdorf, wo heute das Kriegswaffenvernichtungsdepot ist von der Bundesregierung. Kirdorf hier in Oberhessen. Das war ein Geheimflugplatz von der Luftwaffe. Und dann waren eben während des Krieges, ja, die Nordeinsätze mit der Wetzlarer Jugend mit Sonderzügen nach Frankfurt für Aufräumarbeiten oder in Privatwohnungen, die Bomben beschädigt waren, Mobiliar rauszuholen und zu retten. Ich weiß noch, wir hatten einmal in Sachsenhausen einen Einsatz und haben die Möbel rausgeholt, auf LKWs geladen, und die sind dann in Sachsenhausen in die Dreieinigkeitskirche reingebracht worden. Und die wurde dann beim späteren Angriff bombardiert, es ist alles kaputt gegangen. Ein Einsatz in Frankfurt, darf ich vielleicht erwähnen, mit der Feuerwehr. Wir kriegten nachts den Anruf, also welche Uhrzeit spielt auch keine Rolle. Ein Löscheinsatz Frankfurt, Treffpunkt an der Autobahn Butzbach. Und dann fahren wir in Kolonne mit mehreren Fahrzeugen und Motorrad vorneweg auf der Autobahn nach Frankfurt. Jetzt überlegen Sie sich damals, dass kein Auto ein Licht anhaben durfte, nachts auf der Autobahn. Wir hatten nur diese schmalen Schlitze, auf den ein bisschen Licht rauskam, und das Motorrad vorneweg. Und dann wurden wir eingesetzt im Palmengarten, um den großen Palmengartenteich als Wasserreservoir über lange Leitungen zum Auffüllen von Brandweihern zu verwenden. Wir hatten also nur die Aufgabe, Wasser abzupumpen und über Leitungen in Lichtteil reinzupumpen. Beim anderen Einsatz, da war ich mit meinem Freund Arthur Theis, auch von der Feuerwehr, zum Noteinsatz in der Innenstadt. Und es war Fliegeralarm. Wir hatten Schutz gesucht in einer Druckerei, die von oben her bereits brannte, unten im Keller. Und glaubten, da wären wir sicher, bis wir dann merkten, durch die Decke tropft flüssiges Blei. Da waren die Lettern von den Druckmaschinen flüssig geworden. Und dann hieß es also, schleunigst raus hier, Treppenhausbrande, wo können wir raus? Und da sind wir durchs Kellerloch raus auf die Straße. Oh Schreck, überall brannten Phosphor, so kleine Fladen. Aber man musste sich so schlangenmäßig zwischen den brennenden Phosphor durch. Das sind auch Erinnerungen, die hängen geblieben sind. Zeitzeugen, ein gemeinsames Projekt des Vereins Wetzlar Erinnert und Hessencamp. Besonderen Dank gilt Irmi und Ernst Richter, die den Kontakt zu den Zeitzeuginnen vermittelt und koordiniert haben. Dank geht natürlich an die jungen Menschen von Hessencamp, die sich nicht nur technisch, sondern auch inhaltlich gut vorbereitet haben. Mit Empathie und Einfühlungsvermögen sind sie in die Gespräche hineingegangen. Sie haben Interesse gezeigt, und so war ein Perspektivwechsel möglich. Der größte Dank geht natürlich an unsere Zeitzeuginnen. Wir sind beeindruckt von dem Erinnerungsvermögen und den genauen Kenntnissen. Die oft emotionalen und authentischen Schilderungen haben uns tief bewegt. Die Geschehnisse in Deutschland
zwischen 1933 und 1945 sind natürlich in vielen Medien abrufbar. Jedoch unsere Gespräche vor Ort sind lebendige und direkte Zeugnisse der Geschichte unserer Stadt und unserer Kommune. Wir zollen den Zeitzeuginnen Respekt für den ehrlichen Blick auf die grausamen Jahre der Nazi-Diktatur, sind aber auch dankbar für die Schilderungen der ersten Schritte in die Demokratie nach 1945. Gerade in diesen Tagen brauchen wir Menschen, die den Wert der Demokratie hochhalten. Daher sagen wir gemeinsam mit unseren Gesprächspartnerinnen voller Überzeugung: Achtet die Würde des Menschen. Achtet die Menschenrechte. Schützen wir unsere Demokratie. Nie wieder Krieg. Nie wieder Faschismus.